Hallihallo und ein Hallöchen. Neue Folge, neues Glück. Wir gucken mal. Ich habe jetzt die Logitech Gaming Software wieder drin. Das heißt, der Sound könnte jetzt anders klingen. Ich habe das zwar in einer Testaufnahme mir angehört, aber da hört es sich relativ gut an. Aber ihr wisst ja, wenn man dann richtig aufnimmt, dann ist halt manchmal so, dass da plötzlich alles kacke ist. Oh, wir haben kein Mana mehr. Wir sollten uns mal um neues Mana kümmern. Uns auch gleich zum ersten anderen Schritt bringt, und zwar den Ring of Magnetization, den wir uns machen wollen. Ja, dafür gucke ich gleich aber erstmal dann ins Buch, was wir dafür brauchen. So. Büchlein. Das nicht, dich brauche ich. So, das ist bei den Bauwels. Magnetization, das brauchen wir. Brauchen wir so eine Mana-Linse und vier Dings. Dafür brauchen wir eine Linse und noch Gold und Eisen. Da brauchen wir auch vier Dings und Glas. Gut, da müssen wir Wasser mitnehmen müssen. Glas. Ich lasse das gleich mal da liegen dann. Erstmal. Ach nee, da nicht. Hier. Ein bisschen Gold und das war's. Ah, wir können auch ohne Maler die Dinger da reinstecken. Das ist schön. Aber erstmal machen wir uns den Ring. Und danach kümmern wir uns dann um die Automatisierung. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege. Das wollte ich haben. So. Ach, hier ist auch alles voll, wie man sieht. Das heißt, hier saugen wir jetzt erstmal ein bisschen Mana raus. Weil genau deswegen, wenn der jetzt hier reinschießt, wie sonst was. Mana. Sind hier noch vier? Oh ja. Können wir anfangen mal wieder ein bisschen mehr. Genau, das müssen wir auch noch machen. Ender. Ehrlich, Ender. Terrastahl. Müssen wir nachher stellen. Reicht erstmal. So, dann brauchen wir davon 8 Stück. So. Und dann gehen wir mal wieder raus. Und craften uns was Schönes. Wie war das? So. Ach, das ist fertig. Ich dachte, da kommt jetzt ein Monster angewatschelt. Nee. Muss ich doch nochmal hier gucken. Nochmal Ring. Da ist er. Ah, so war das. Und so war das. Okay. Mal legt er uns nicht rein, aber machen wir das so. Dumm, die dumm, die dumm. Und dann können wir das machen. Was uns auch nicht reinlegt. Das ist echt. Irgendwie komisch mit Not Enough Items. Ah ne, nehme ich ja nicht. Wo ist er hin? Da. Legt uns das rein? Nö, auch nicht. Macht nix, wir können uns den trotzdem machen. Tada! Oh, das ist schön. Endlich haben wir den Magnetring, so. Gott. Das finde ich auch lustig, man kann nur einen Baubeslot das mit Dreistick reinlegen. Dann machen wir den nochmal da rein. So. Und dann können wir uns Terrastahl machen. Dafür brauchen wir aber noch was. Dann verbessern wir nämlich gleich mal den Ring. Vorher, wir haben wieder ein bisschen Mana getankt. Gehen wir mal hier hin. Machen das dann noch weg. Oh, ist das schön. Wir brauchen nicht mehr dämlich rumlaufen. Wir können jetzt einfach stehen bleiben. Das Zeug kommt zu uns. Hier auch. Das ist schön. Ja, das gefällt mir. Schon wesentlich besser. Achso, ich wollte Zeug für einen Terrastahl holen. Eine Enderperle. Ja, übrigens 12 Gas drehen schon. Enderperle, was brauchen wir noch? Hier glaube ich nichts.
Ach, einen Diamanten brauchen wir noch. So. Haben wir das Zeug für Enderstahl. Warum muss ich mal Enderstahl? Ich muss immer die Enderperle, denke ich, die ich verbraten muss. Aber ich meine natürlich, wir haben endlich eine Terrastahl dann. Mal gucken, da joint jemand. Ja, und das hier ist wieder das Problem. Hier muss ich den Ring leider ausziehen. So, gehen wir wieder hin da. So, dann müssen wir das einmal umwandeln hier. Hiervon auch einen. Der sollte noch überhalb voll sein. Und weg. Falls die Neulinge sich gefragt haben, wie macht man Terrastahl? Genauso. Einfach den Altar bauen. Sparks sind wichtig. Ohne Sparks funktioniert dieser Altar nicht. Das sind die Glitzerdinger da. Darum steht es auch noch immer. So, und dann schmeißt die drei Dinger rauf und dann braucht ihr einen halben Mana-Pool voll. Mana. Und dann kriegt ihr einen Enderstein. Dann könnt ihr zum Beispiel das machen. Tada! Verbessert. Gut, das muss jetzt erstmal wieder aufladen. Hier ist nicht mehr so viel drin. Können wir eigentlich das mal machen. Den Rest noch raussaugen. Wir begrüßen mal den Panda. So, Panda ist begrüßt. Ja, so begrüßt man Pandas, so und nicht anders. Ihr könnt übrigens auch für den Baumelmenü auch B drücken. Standardmäßig. Fragt dann noch was. Nichts. Einfach. Nur. So. Dann haben wir wieder Zeug drin. Das werden wir 7. Wer weiß, wie viele Enderperlen wir mal brauchen werden. Und dann geht es weiter mit der Automatisierung. Das ist die Frage, machen wir uns erst hier Autocrafting? Ich glaube noch nicht. Weil Autocrafting wäre zwar nett, aber es ist noch nicht so notwendig. Notwendiger wäre ein Lagersystem. So, die werden wir nebenbei immer arbeiten hier. Was haben wir hier drin? Sand. Sehr schön. Dann brauche ich den Dust, machen wir auch mal da rein. So, und dann ist der Platz. Dann kann er erstmal weiterarbeiten. Den Sand füllen wir wieder in unsere Soul Sand Fabrik ein. Oh Gott, hier ist schon wieder alles gewachsen. Oh Gott. Diese buschige Bäume hier immer. Fülle ich das halt erstmal hier ein. So. Dann laufen wir dahin. Den Schnelllauf-Ding müssen wir mal irgendwann verbessern, dass wir hier noch schneller durch die Gegend rennen können. Leg da doch nicht rein. Oben in die Strongbox. So. Achso, das Glas wollte ich ja mal hier lassen, falls wir wieder was brauchen. Das nehme ich wieder mit und packe ihn da rein. Dim, 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 dim. So. Wir kümmern uns um das Lagersystem, würde ich sagen. Dafür haben wir das ganze Zeug gemacht. Dafür brauchen wir Silikon. Was ist denn? Ich weiß, dass wir ganz viel Silikon hatten. Das nicht reingelegt. Nee. Da auch nicht. Bin ich jetzt doof? Wir haben doch kein Silikon mehr. Ich war der Meinung, wir hatten Silikon. Das ist nicht so schön. Haben wir es hier drin? Nein. Hier? Nee, das ist Silkworm. Nö.
Na gut, gehen wir mal da rein. Weiß nicht, wofür ich das alles aufgebraucht habe. Nehmen wir hier den Sand. Machen den Sand dort rein. Dann machen wir uns eben Silikon, das ist auch nicht das Problem. Warte. So, mach das hier mal wieder aus. Mist, da haben wir schon 3, 4. Das Ding habe ich erstmal ausgemacht. Die ganze Lava war nämlich leer. Und jetzt ist es plötzlich voll. Also ich weiß nicht, was so viel Energie gezogen hat. Ich habe erst gedacht, hier die automatischen Siebe und der Hammer. Aber die laufen jetzt auch wieder eine Weile und es ist wieder voll. Bleibt nur, dass es vielleicht die Segmel war, weil wir die noch dazu an... Oder in Kombination mit Segmel. Ja, die braucht eigentlich auch nur hier... Da, 20 F pro Tick. Weniger zu Hammer und weniger als ein einzelnes Sieb. Also irgendwie... Keine Ahnung. Ich dachte schon, ich muss sie vergrößern und so weiter. Aber muss ich wohl noch nicht. Aber da müssen wir abwarten. Oh, hier ist im Moment alles voll. Gott, der hat gearbeitet. Wir haben 22 Silikon, das reicht uns auch erstmal. So, mit dem Silikon machen wir erstmal ein paar Silikon. Formen. Na, dafür brauchen wir den. Können wir gleich mal hier drinnen lassen. Das finde ich immer noch kacke, dass da nur einer reingeht. Ich kann aber mal gucken, ob wir das mit einem Hopper füllen können. Und wenn jetzt das Silikon automatisch macht. Ja. Falls es klappt, nehmen wir gleich mal 2. Weiß nicht, ob es klappt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nope. So. Nehmen wir das Silikon mal rein. Es verschwindet. Es verschwindet sehr viel. Warum verschwindet so viel? Hä? Wo ist das hin verschwunden? Ach, es geht doch in den Hopper auf, wenn... ich den mit dem Teil da verbinde. Das ist ja doof. Das hab ich nicht gewusst. Na, nun geht's. Das ist ja doof. Warte mal, kann ich den hier so? Mal gucken, ob das nachher funktioniert. Das ist ja echt doof. Vielleicht kann ich, warte mal, vielleicht kann ich auch den Hopper oben drauf machen. Das kommt trotzdem in den richtigen Slot. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Nee. Dann machen wir es anders. Kommt der erstmal dahin. Du hoppriges Ding kommst. Wo denn? Mit dem Hopper? Ja, natürlich. So ran. Du kommst nicht vorne ran, das nervt mich. Du kommst da an die Seite. So, jetzt sollte es aber funktionieren. Jawohl. Gut. Das geht schon mal. Kann uns schön das brennen. Was brauchen wir denn? Das ME-Drive brauchen wir als erstes. Mach ne, ohne Bindestrich. ME-Drive. So brauchen wir die Engineering-Prozessoren. Wo wir Diamanten brauchen. Na gut, Diamanten. Zum Glück haben wir davon jetzt ganz schön viele. Hier sind noch 40 Diamanten drin, alter Schwede. Das Holz mache ich mal hier gleich rein. So. Dum, di, dum, di, dum. Diamanten. Diamanten. Engineering Press bitte. Und das ist diese. Jetzt hier auch Silikon drin, weil das gehört eigentlich da rein. Oh, jetzt hat er keine Energie mehr. Ja, für Energie muss ich natürlich auch sorgen. Das darf ich nicht vergessen. So, ein Stack. Packen wir jetzt der Kohle da einfach mal rein. Dann sollte sich das vorerst erledigt haben mit den Energieproblemen. Arbeiten wieder.
Der sollte jetzt auch gleich arbeiten. Wir sorgen mal vor und machen gleich 4 Stück. Gut, dass das jetzt automatisch läuft. Kurz was schnabulieren. Und dann gucken wir weiter. Wir brauchen noch die ME-Kabel. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon welche hergestellt hatte. Habe ich nicht die Kiste mit all dem Zeug für das? Oder irre ich mich da gerade? Eigentlich die Kiste, die da steht, ne? Oh, hier ist sonst nichts weiter. Laufen wir mal wieder hin. So. Ja, der macht das fein. Fein. Hier haben wir 8 Kabel, das ist doch schön. Das ist der Energy Acceptor und hier haben wir noch so ein bisschen anderes. Ah, hier ist das Silikon, ich bin doof da. Ich glaube, das ist Silikon. Egal. Das ist schön, davon kriegen wir auch eine Menge. Jetzt brauchen wir noch Redstone. Das weiß ich, brauchen wir später gleich noch. So, nehmen wir mal ein Stack. Wenn bestimmt noch andere Sachen brauchen, aber erstmal brauchen wir gleich Redstone für die Prozessoren. Dann muss das wieder raus. Achso. Brauchen wir noch das. Und dann können wir hier den. Und das. Und in der Mitte. Ne, unten das. Und in der Mitte das Redstone. So war das. Dann kann er uns das hier produzieren. Da. Gleich haben wir es. Haben wir 4 Stück. Schon mal auf Vorrat produziert. Tada! So, jetzt können wir das ME-Ding machen und wir haben hier keinen Crafting-Table. Wir sollten uns auch mal einen machen. Vorerst, wir werden ja nachher noch ein Display benötigen. Dafür brauchen wir auch Glowstone, den nehmen wir auch schon mal mit. Fällt mir gerade ein. So. Was wollte ich jetzt? Holz. Hier noch so ein bisschen Holz. Brauche nur 4 Stück. Hier haben wir die Erde gleich abliefern. Und dann machen wir uns ein Crafting Table. Den werden wir nachher auch verwursten wieder. Machen wir uns also nicht komplett umsonst. Aber erstmal stellen wir ihn dahin. Dann so. Und dann haben wir einen Enemy Drive. Yay! Ah, wir haben bloß keinen Platz, das ist das Problem. Und ich erstmal da oben hin. So. Das ist natürlich noch nicht unser System, weil da fehlt noch ein bisschen was. Und dieses bisschen was, das müssen wir noch herstellen. Ja, der Server hat wieder die Welt gerettet. Dafür suchen wir einfach mal Storage. Denn wir brauchen diese Storage-Zellen. Die hier oben. Ich denke mal, wir werden versuchen, gleich mal die 4K zu machen. Dafür brauchen wir 3 von diesen. Dafür brauchen wir Logikprozessoren. Okay. Wir haben hier Logikprozessoren. Die kommt da oben rein. Wir brauchen 3 Stück erstmal. Glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir brauchen 3 von denen, dafür brauchen wir 3 Logik, ja. Dann brauchen wir Zetus-Quarz. Egal was für welchen. Ja, dann das mit die Charge mal. In dem normalen. Den sollten wir auch hier irgendwo haben. Da, wir haben 8 Stack davon. Also mehr als genug. Momentan. Vielleicht ändert sich das noch irgendwann. So, 3 davon. Du kommst wieder raus. Und dann müssen wir wieder so machen. Das Silikon da. Die mal ein bisschen. So. Macht die dann gleich leichter. Dann müssen wir ganz viele von diesen Kabeln noch machen. Weil wir nachher das natürlich auch da hinten hinlegen müssen. Da drüben. Naja. Aber das kommt dann gleich nachher.
Erstmal machen wir hier weiter. Wir haben jetzt die Logikprozessoren. Wie geht's denn weiter? Wir bauen Quarzglas. Ja, dafür bauen wir Glas und das Zeug. Okay. Machen wir nochmal wieder hierher. Wir haben doch hier ganz viel von Zertus Quarz. Das Glas haben wir auch. So. Und wieder hinlaufen. Und craften. Warum? Ach, warum erinnerst du dich auch mehr? So, 48 haben wir. Na gut. Reicht uns ja erstmal. Und dann bauen wir noch Calculation-Prozessoren gleich. Aber erstmal machen wir den hier. So, dann die Kalkulationsprozessoren. Brauchen wir nur ein Stück. Pure Zertus Quarz. Ernsthaft? Ich glaube, Pure Zertus Quarz haben wir leider nicht. Und das wird dann ein kleines Problem werden. Fragt euch, warum? Ist doch kein Problem. Doch. Hier haben wir noch Charge. Den packen wir da hinten rein dann. Ne, wir haben nur den Zertus Quarz. Ne. So. Haben wir hier noch. Nein, hier haben wir natürlich auch keinen Sand. Gucken wir mal da rein, ob wir Sand haben. Bin nochmal geschrieben. Nö, nö. So. Haben wir hier Sand? Nein. Haben wir hier Sand? Nein. Hätte ja sein können, dass wir Sand haben hier. Dafür wurschtel ich nur so Dings. Ich gehe mal hier hinten hin. Sonst müssen wir Sand machen. Ja, schön. Wir klauen uns mal hier einen Stack raus wieder. Wir haben halt einen Stack weniger Soul Sand. Egal. So, komm mal her. War das nicht so? So. Das Problem ist, das wird jetzt ewig dauern, bis der mal groß wird. Deswegen müssen wir mal was anderes nachgucken. Wird er mit ACC geschrieben? Ja, da ist er. Crystal Glows Accelerator. Fluix Block. Okay, Fluix Crystal. Haben wir noch welche drin? Vier Stück. Oh, das reicht ja gerade mal. Tada. Was noch? Nichts weiter. Gut. Juhu! Feuerwerk! Yay! So. Das heißt, wie machen wir das jetzt? Mit den hier ranstelle. Komme ich gerade noch so an den ran. Okay. Dann brauchen wir ein paar Blöcke zum Abgrenzen. Dann machen wir schnell Glas. Das ist jetzt nur alles hier sporadisch aufgeblaut. Und dann brauchen wir Wasser. Ich habe einen dabei, das ist schön. Okay, mal her. Das Ding baue ich nachher wieder ab. Ich könnte jetzt auch hier was mit Schalter und so bauen, aber die Weiß ist offline. Kriegst du darüber keinen Strom? Ne, vielleicht ein Kabel hinlegen. Ach ja, der kann nur von oben bepowert werden. Stimmt, so war das. So, jetzt ist er online. Und da können wir jetzt unser Zeug reinschmeißen. Den und den. Und jetzt muss das Zeug erstmal wachsen. Das heißt, das dauert jetzt eine ganze Weile. Können wir währenddessen irgendwas anderes machen? Ich glaube nicht. Ah, das Display könnten wir noch herstellen. Weil hier können wir leider nichts weiter tun. Wir brauchen ja den Pure. Ein anderer funktioniert da nicht. Gut. Mache ich erstmal hier. Nein. Da in die Truhe wollte ich das reinmachen. So. Und jetzt natürlich sammelt der Ring das wieder ein.
Okay, dafür ist der Ring nicht gut. So, komm her. So. Obwohl, wir brauchen das Kabel noch. Gut, gucken wir mal. Das aus. Wir brauchen ein Terminal. Oder wollen uns eins machen? ME-Terminal. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Fluix Dust brauchen wir. Haben wir davon noch was? 4 Stück. Gut. Haben wir noch 3 Quarzglas. Mensch, wir haben mehr als ich dachte. Das holen wir auch mal raus. Ne, der Quarz, das ist noch drin. Den brauchen wir auch noch nicht. Aber bald schon. Erstmal hier. Formation Core. Also Logikprozessor brauchen wir. Brauchen wir für den anderen auch? Ja. Brauchen wir für beide, ne? Ja. Das heißt, wir müssen zweimal den Logik machen. Den doch nicht reinschmeißen brauchen, aber egal. Wo ist er? Da. Logikprozessor. Hätte ich eigentlich auch gleich einen Gold da reinmachen können, egal. Dumm. Oh, guck mal da, jetzt hat er hier Diamanten. Da. Vielleicht noch ein bisschen Ärger. Das haben wir auch. Ah ja, in der Kiste ist klar. Das einmal raus, dann brauchen wir den und den wieder. Und gleich noch ein Liter Quarz. Und mach mal hier rein. Na, komm schon. Hol ich schon mal den Liter Quarz. Wenn er da vor sich hin arbeitet. So. Einmal 64 Stück. Die Dinger sehen immer noch nicht besser aus. Jetzt habe ich schon wieder eingesammelt. Alter. Mist. Ich habe beide eingesammelt. Was soll denn das? Ich will die nicht einsammeln. Das Mistding. Ist der überhaupt noch online? Ja. Gut. Logikprozessoren. Na, aufpassen, dass ich nicht so nah rangehe oder was. Gucken wir mal. Crafting Terminal machen wir gleich. Erstmal hier das Ding hinkriegen. So. Wo ist es jetzt da? Einmal den. So, jetzt müssen wir noch das Eliminated. Ach, wir brauchen noch einen Logikprozessor. Toll. Machen wir erstmal das. Und dann noch den Prozessor. So. Logik-Ding. Wo ist das Ikon? Da. Also Logik-Prozessoren brauchen wir anscheinend sehr viele. So. ME-Terminal. Jawohl, wir haben's. Gucken wir gleich mal nach dem Crafting Terminal. Brauchen wir noch einen Calculation Prozessor. Ja, dachte ich mir. Wird also auch noch nichts. Erstmal muss hier das Zeug mal langsam wachsen. Bisschen größer werden sie schon. Ja, und das dauert immer Ewigkeiten. Bisschen nervig. Aber nur ein bisschen. Wir sind schon wieder voll gemüllt bis oben hin. Da bin ich erschrocken. Oben drüber hat jemand im Stuhl geknarrt. So mit dem Tisch Boden gezogen. Klingt echt schlimm. So, wir haben davon einmal zu viel. So. Was können wir noch wegpacken? Irgendwas brauchen wir, glaube ich, alles. Vorerst. Und hier das Glas kann ich mal wegmachen.
glaube, da brauchen wir Quarzglas und hier. Ja, alles voll gewuchert. Na gut, wenn man Erde machen will, dann ist das gut, aber wir haben erstmal genug Erde. So, den hier noch einsammeln. So, dann machen wir das hier wieder rein. So, wieder mal was schnabulieren. Das Holz da rein. Dann so hat man immer und immer zu tun. Oh, da gibt's noch zwei Setzlinge. Dankeschön. Das ist voll. Dann machen wir's da rein. So. Na, was sagen unsere? Ja. Mal so klar. Und da können wir noch 5 Jahre warten, bis das mal endlich hier vorangeht. Ich mag das nicht. Gut, wir machen noch ein paar Kabel, wenn wir warten. Echt, ich will doch nicht dich, ich will dich machen. Was brauchen wir denn dafür? Biofluix oder Fluixkristall? Okay. Quarzfiber. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Oh oh, ich hoffe, das waren jetzt nicht die letzten 4 Fluixkristalle. Da ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Da war auch nichts. Hier ist sowieso leer. Hm. Wie macht man die denn? Ach so. Ein Niederquad plus wird zum Last. Also, Charge Zettels und ein Nether und Redstone. Okay. Nether-Quartz haben wir ja noch. Ja. Charge haben wir auch noch. Dann machen wir das halt mal. Ja. Dann machen wir 14. Dankeschön. Einmal wieder alles aufsammeln. Das passt schon gar nicht mehr bei uns rein. Und dann schmeißen wir die wieder raus. Warte mal, wie weit sind die? 65%. Buh. So. Die Kabel wollte ich machen. Aber nur das Quarzfiber. Brauchen wir doch normalen Dings. Na toll. Na toll. Normales Glas wieder. Muss, glaube ich, mal mehr Sand herstellen wieder. So, erstmal so, damit wir dann einmal so machen können. Dann machen wir erstmal den. So. Und dann können wir den machen. Warum ich immer, dass ich das auch erst kriege? Eigentlich hatte ich das schon lange mal gemacht. Seltsam. Eigentlich wollte ich auch nur eine Folge aufnehmen, deswegen machen wir jetzt hier mal eine kurze Pause. 25 Dinger. Mach ich das mal. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Weil wir jetzt nicht unnötig Zeit schinden hier. Und das wollte ich auch unbedingt fertig haben, dieser Folge. Deswegen Pause. So, Pause kann vorbei sein, denn wir haben endlich Zetus Quarz. Juhu. So, wir brauchen das hier für einmal und wir brauchen noch ein paar andere. Weiß nicht, wie viel wir brauchen. Machen wir einfach mal 5, 6 Stück. Machen wir uns das mal wieder dahin und das dahin. Und dann gucken wir mal, dass wir die hier fertig kriegen langsam. Dann können wir uns das Crafting Terminal machen und
die Storage-Zellen. Und der letzte müsste sein. Ja. Oben mache ich nochmal einen Stack Silikon. Und dann haben wir wieder etwas mehr geschafft hier, was uns das Leben erleichtert. Das noch. Der vorletzte. Und der letzte. So, 6 Stück. Gut, das heißt, wir können jetzt erstmal hier reingucken und dann machen wir uns als erstes. Warte. Stimmt, ja. Wir brauchen ja den Crafting-Table noch dazu. Wenn ich mich richtig erinnere. Dann gehen wir hier kurz ran. Crafting-Terminal, jawohl. Tada. Juhu. Feuerwerk. Yay! So, das heißt, wenn die fertig sind. Ja, die sind auch fertig. Sehr schön. Dann können wir den Rest hier wieder abbauen. So, mal hier. So. Ich weiß nur nicht, wie ich das hier aufbaue, das ist das Problem. Das nehmen wir erstmal weg. Den nehmen wir trotzdem auch erstmal weg. Den hier erstmal weg. Ich glaube, den Inscriber muss ich dann woanders hinpacken. Weil das ist doof, so. Da, der kann schon mal da rein, der auch. Hier kommt auch erstmal her. Da haben wir einiges an Silikon gemacht, glaube ich. Ja, 30 Stück. Mensch. So, dann machen wir erstmal den Kollegen hier drauf. Und dann unser schönes Terminal hier dran. Das heißt, hier ist nichts drin, weil natürlich keine Storage-Zellen da drin sind. Obwohl, dich lassen wir da oben stehen. Das Kabel ja irgendwie. Oh nein, lass dich doch nicht da oben stehen. Komm mal her. Zum Glück kann man die Dinge abbauen, ohne dass das kaputt geht. Machen wir es erstmal so und dann hier oben Kabellage. Wir könnten da zum Beispiel die Inscriber stehen. Gut, aber erstmal reicht das so. Wir müssen noch die Storage-Zellen nämlich herstellen. Deswegen habe ich jetzt das Ding hier mal geklatscht. Du wirst erstmal nach Mod und die Suche mit Standard NEI. Und dann können wir hier nämlich suchen. Und sehen hier auch das Rezept dafür. Ja. Juhu. Weiter sein Chest. Genau. Das ist es nämlich wirklich. Das nette Ding kommt jetzt einfach hier rein. Und damit haben wir eine Storage-Zelle drin. Wir können 63 Items jetzt hier reinpacken. Und das heißt, wir können damit dann einfach mal anfangen. Hier, so, das kann da rein. Die Inscriber-Dinger, wir machen erstmal alles von Applied hier rein. Na, das Quarzglas. Hier die ganzen Sachen, die hier drin sind, machen wir alle dort schön rein. So, haben wir das doch schon mal. Perfekt. Ah, ich freue mich endlich, das Dings, aber irgendwie wird das klein. Moment. Ja, generell, ich glaube, ich habe das mal wieder verstellt irgendwie. Oder? Wo ist es denn? Rescale ist doch wieder auf Auto, warum auch immer. So, auf Large stelle ich das normalerweise mal. Jetzt sieht man hier auch mehr. Items sind ein bisschen kleiner geworden. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu doll, aber so habe ich es eigentlich immer gehabt. Weiß nicht, warum das schon wieder auf Auto stand.
Jetzt können wir hier sehen. 23 haben wir schon benutzt. Also Typen. Und 796 Bytes sind belegt. Gut. Dann werden wir hier weitermachen müssen. Aber ich denke mal, die restlichen Storage-Zellen. Da werde ich noch mehr von machen. Crafte ich dann ohne euch und packe die einfach rein. Und dann werde ich hier umbauen, das Lager. Uhu. Das mache ich aber, glaube ich, mit euch, oder? Ich weiß das gar nicht. Werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen, denke ich mal. Entweder ich mache das mit euch oder ohne euch. Und dann können wir auch testen, ob die kompakten Maschinen wirklich mit dem Lagersystem zusammenarbeiten können oder ob das nur Blödsinn war, was dann in der Wiki steht. Zu dem Ding. Zu dem Mod. Was wir auch wieder machen können, ist unseren tollen Ring anlegen. Ich mag den. Hopp, das ist da rein. Dann sortieren wir uns mal wieder aus hier. Und obwohl, wozu? Wieder weitermachen. Aber gut, die Folge beenden wir jetzt hier. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder.